Hallo meine lieben Freunde der Pastellmalerei, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner neuen Serie Der Weg vom Hobbykünstler zum freiberuflich tätigen Künstler in Vollzeit. Erst hier nochmal der Hinweis, es handelt sich lediglich um meinen persönlichen Weg. Es gibt bestimmt Dinge, die man hier und da anders machen könnte, aber ich bin so, wie ich es hier erzähle, meinen Weg gegangen. Auch empfehle ich euch, holt einen Steuerberater. Er wird euch in allen Steuerbelangen und für eure spezielle Situation individuell beraten. Ich hoffe, ihr habt alle mein erstes Video zu dem Thema gesehen. Ansonsten lege ich es euch nahe, es einfach mal zu schauen. Ihr findet es hier auf meinem Kanal. Mich hat auch die ein oder andere Frage zu dem Thema schon erreicht. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Eine Frage war zum Beispiel, ab wann zählt es als richtiger Job und wie ist das mit der Versteuerung? Darauf werde ich alles eingehen. Aber fangen wir ganz vorne an. Als ich mich 2012 dazu entschloss, mehr aus meinem Hobby malen zu machen, war das Thema Versteuerung sofort in meinen Gedanken. Für mich war es immer wichtig, dass in dem Bereich alles seine Richtigkeit hat. Also habe ich erstmal ein Kleingewerbe angemeldet, zusätzlich zu meinem normalen Job. Das ging problemlos im Rathaus an meinem Ort und kostete lediglich ein paar Euro. Ich weiß nicht, wie das heute ist, das war vor 10 Jahren, als ich das gemacht habe, aber ich denke, an dem Verfahren hat sich nicht viel geändert. Vorteil zum Beispiel von einem Kleingewerbe, man kann auch im Großhandel einkaufen, hilft vielleicht hier und da. Im Kleingewerbe unterliegt man zwar der Einkommensteuer, also ihr müsst es in eurer Steuererklärung am Ende des Jahres angeben, aber nicht der Umsatzsteuer bis zu einem gewissen Jahresumsatz. Die Grenzen des Jahresumsatzes könnt ihr dem Umsatzsteuergesetz § 19 entnehmen. Keine Sorge, die Umsatzsteuergrenze werdet ihr in den ersten Jahren nicht erreichen. Die liegen irgendwo oberhalb von 20.000 Euro. Erst dann müsst ihr die Umsatzsteuer ausweisen. Des Weiteren seid ihr mit dem Kleingewerbe von der Gewerbesteuer befreit bis zum Freibetrag von, ich glaube, 24.500 Umsatz im Jahr, Stand heute. Ne? Aber ihr müsst eure Nebeneinkünfte, alles was ihr verdient an der Malerei, müsst ihr in der jährlichen Steuererklärung angeben. Und zwar nach einer einfachen Einnahmeüberschussrechnung. Das heißt, ihr müsst zwar alle Einnahmen, die ihr gemacht habt, angeben, aber ihr dürft auch alle Ausgaben, ihr habt für die Malerei, mit einrechnen. Das heißt Material, Stifte, Papier, Portokosten, Ausstellungsgebühren und so weiter. Also da ihr euren Gewinn versteuern müsst, müsst ihr auch entsprechend ein paar Rücklagen bilden. Das finde ich auch ganz wichtig, weil sonst gebt ihr alles aus und am Ende des Jahres müsst ihr Steuern nachzahlen und ist dann ungünstig, wenn ihr vorher alles ausgegeben habt. Und je höher euer Gewinn, umso höher ist auch die Nachzahlung. Das ging so 10 Jahre lang bei mir bis Ende 2021. Ja, und so hatte ich 2021 erste ernsthafte Überlegungen, mich mit der Malerei selbstständig zu machen. Wie schwierig das wird, ist abhängig von der jeweiligen Ausgangssituation. Zum Beispiel als alleinstehender Mensch ohne große Verpflichtungen. Man wohnt vielleicht noch im Elternhaus, hat man es einfacher, über die Runden zu kommen, als verheiratete Person mit Familie, die als Hauptverdiener arbeitet. So ist die Situation zum Beispiel bei mir. Ich bin Hauptverdiener, meine Frau arbeitet in einer Dreiviertelstelle, wir haben eine Tochter und zahlen unser kleines Häuschen ab. Da ist die Verantwortung, die man übernimmt, umso größer. Und trotzdem funktioniert es. Und je besser man vorbereitet ist, umso einfacher wird es. Ich habe hier mal eine kleine Checkliste zusammengestellt. Die gucken wir uns jetzt mal an. Das hier sind meiner Meinung nach die 8 wichtigsten Punkte, die man beachten sollte. Nicht bei jedem treffen die 8 Punkte zu, bei manchen sind es ein paar Punkte weniger, aber wir werden im Einzelnen genau auf die Punkte noch eingehen. Fängt an mit, man sollte finanzielles Polster haben, Meldung an das Finanzamt als Freiberufler, eventuell Steuerklassenwechsel bei Ehepartner, Krankenkasse informieren, Künstlersozialkasse den Antrag machen, Umsatzsteueridentnummer beantragen, bei Bedarf Meldung an eine betriebliche Altersvorsorge, falls vorhanden, und Erstellung eines Businessplans für Künstler. So, bevor es zur Checkliste geht, noch ein, zwei kleine Worte. Stellt euch breit auf bei der Selbstständigkeitsmachung. Damit meine ich, ihr könnt jetzt nicht einfach nur Bilder malen und verkaufen.
damit verdient ihr Geld, das ist okay. Aber was ist, wenn die Nachfrage mal sinkt? Die ist nicht immer gleichbleibend groß. Was ist, wenn ihr mal krank seid oder wenn ihr mal Urlaub machen wollt? Urlaube kosten als Selbstständiger immer doppelt. Das heißt, bei 2 Wochen Urlaub arbeitet ihr 2 Wochen nicht, verdient also 2 Wochen kein Geld und der Urlaub kostet selbst noch Geld, wenn ihr wegfährt. Ja? Ihr müsst euch also überlegen, was ihr sonst noch machen könnt, außer dem reinen Malen und Verkaufen von Bildern. Vielleicht Verkauf von Drucken von euren Bildern, vielleicht Dozententätigkeit an einer VHS, vielleicht gebt ihr Workshops und Kurse und so weiter. Vielleicht richtet ihr euch auch einen kleinen Patreon-Account ein, so wie ich zum Beispiel einen habe. Ich finde, ich habe da sehr subtil meinen Patreon-Account gerade erwähnt. Was auch immer. Jedes bisschen an Einnahmen zählt. So, aber nun zur Checkliste. Kommen wir zum ersten Punkt der Checkliste. Zuallererst muss man sich genau überlegen und prüfen, ob man finanziell in der Lage ist, sich selbstständig zu machen. Nicht nur, dass man sich ein finanzielles Polster anschaffen sollte, man muss es einfach tun. Gerade in der Anfangszeit hat man mit vielen formellen Sachen zu tun. Anträge ausfüllen für Krankenkasse, Finanzamt und so weiter, Telefonate führen mit den entsprechenden Stellen und. Wenn ihr euch nämlich mit solchen Dingen beschäftigen müsst, und ihr müsst das halt einfach tun, könnt ihr in dieser Zeit nichts Produktives arbeiten und verdient dadurch kein Geld. Da lohnt sich auch die entsprechende Vorarbeit. Also, was ihr schon vor dem Stichtag, wenn ihr wisst, ich mache mich zum 1.1. selbstständig, was ihr davor schon erledigen könnt, von diesen ganzen Sachen, Anträge ausfüllen, Businessplan erstellen und der ganze Kram, was ich noch alles erzähle, dann tut das vorher schon, weil dann habt ihr die Arbeit nachher gespart. Werbetrommel rühren schadet natürlich auch nichts und Aufträge sammeln für die erste Zeit. Zu Punkt 2. Ihr meldet euch als Freiberufler beim Finanzamt. Das kann man ganz einfach machen mit einem Formular im Elster-Portal. Falls ihr noch keinen Zugriff habt auf das Elster-Portal, geht auf www.elster.de und beantragt euch dort einen Zugang. Das werdet ihr später sehr oft brauchen. So, wenn ihr euch selbstständig macht, habt ihr die Wahl, ob ihr euch als freiberuflich Künstler meldet oder als selbstständiger Gewerbetreibender. Wir sind natürlich freiberufliche Künstler. Als Freiberufler hat man nämlich ein paar Annehmlichkeiten, die man als selbstständiger Gewerbetreibender nicht hat. Zum einen entfällt die Gewerbesteuer, wir müssen keine Gewerbesteuer bezahlen und man muss keine doppelte Buchführung machen. Das heißt, eine einfache Einnahmenüberschussrechnung reicht da auch aus. Auch eine Meldung an die IHK entfällt. Im Elster-Portal findet ihr das passende Formular unter dem kurzen und knappen Namen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, Aufnahme einer gewerblichen, selbstständigen, in Klammern freiberuflichen oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit. Kurz und knapp. Dieses Formular füllt ihr nach bestem Wissen und Gewissen aus. Ihr müsst euch da auch Gedanken machen über eine voraussichtliche Gewinnermittlung. Diese müsst ihr hier nämlich eintragen. Später braucht ihr diese Information auch noch zur Meldung an die Krankenkasse und auch für den Antrag an die Künstlersozialkasse. Ihr müsst auch Angaben machen über die Umsatzsteuer, aber dazu später nochmal mehr. Punkt Steuerklassenwechsel. Wenn ihr, wie in meinem Fall, verheiratet seid und sich euer Partner in einem Angestelltenverhältnis befindet, könnt ihr da die Steuerklasse wechseln. Normalerweise habt ihr euch ja in einem Ehegattensplitting befunden, entweder in den Steuerklassen 3 und 5 oder einfach 4 und 4. Der Ehepartner kann sich jetzt in Steuerklasse 3 einstufen lassen, wenn er vorher halt in 5 oder in 4 war. Ja, ihr als Freiberufler unterliegt nämlich nicht der Lohnsteuerpflicht, ihr zahlt Einkommensteuer anhand eures Einkommens durch die Malerei. Das macht ihr auch im Elster-Portal. Da brauchen wir es wieder mit dem Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern. Und jetzt zu dem für mich wichtigsten Punkt: Krankenkasse, Renten- und Pflegeversicherung und die Künstlersozialkasse. Wenn ihr von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit wechselt, müsst ihr weiterhin in die Sozialversicherung einzahlen. Zumindest in die Krankenkasse und in die Pflegeversicherung. Ihr wollt ja zumindest mal weiter krankenversichert sein. Und weiter in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen wäre auch sinnvoll. Wenn ihr das macht als Selbstständiger, sind die Kosten da ziemlich hoch. Das Gute ist jetzt, dass wir Künstler sind. Bei uns gibt es nämlich die Künstlersozialkasse.
Sie unterstützt hierbei Künstler, egal ob Schriftsteller, Musiker, Sänger, Maler, Bildhauer, einfach alle Kunstschaffende. Die Künstlersozialkasse übernimmt die Hälfte aller anfallenden Kosten für die Sozialversicherung und das ist jede Menge. Also die Aufnahme in die KSK lohnt sich. Stellt einen Antrag auf Aufnahme in die Künstlersozialkasse. Der Prozess ist zwar etwas aufwendig, aber es lohnt sich. Auf der Webseite der KSK findet ihr den Antrag und eine Ausfüllhilfe. Füllt auch diesen Antrag nach bestem Wissen und Gewissen aus. Auch hier benötigt ihr wieder eine Umsatzprognose, wie schon beim Antrag auf die Freiberuflerschaft beim Finanzamt. Die Künstlersozialkasse wird auch vergangene Rechnungen über Bilderverkäufe verlangen, mit entsprechenden Nachweisen über die Zahlungen auf eurem Konto. Also müsst ihr entsprechende Kontoauszüge bereithalten. Ihr könnt hier natürlich alle nicht relevanten Kontobewegungen schwärzen. Ihr müsst auch weitere Hinweise oder Nachweise liefern, dass ihr Künstler seid. Dazu zählen Zeitungsartikel, Berichte über euch in Fachzeitschriften, Nachweise über Ausstellungen in Galerien, Ausstellungskataloge, in denen ihr aufgeführt seid und so weiter. Das heißt also auch, dass ihr schon einiges als Künstler vorab geleistet haben müsst, um euch selbstständig zu machen, zumindest für die Aufnahme in die Künstlersozialkasse. Ihr müsst auch euren künstlerischen Werdegang genau beschreiben. Ihr müsst beschreiben, was für Kunst ihr macht. Ihr müsst Angaben machen zu euren Social-Media-Seiten und so weiter. Des Weiteren verlangt die Künstlersozialkasse auch einen Businessplan für Künstler. Dazu aber später nochmal mehr. Kommen wir zur Umsatzsteuer. Jetzt ist es ja so, ihr müsst ja erst Umsatzsteuer bezahlen, wenn ihr einen gewissen Jahresumsatz habt, irgendwo überhalb von ein paar 20.000 Euro. Solange ihr darunter liegt bei dem Jahresumsatz, müsst ihr keine Mehrwertsteuer bezahlen und ihr könnt beim Kleinunternehmer, unter der Kleinunternehmerregelung könnt ihr das Ganze machen, Umsatzsteuer befreit. So, für mich aber als Hauptverdiener in der Familie war aber von vornherein klar, dass ich mehr als 30.000 Euro Umsatz machen muss, damit wir als Familie unsere ganzen Kosten decken können. Also war schon klar, ich brauche eine Umsatzsteuer-Identnummer. Die könnt ihr ganz einfach beantragen auf der Internetseite des Bundesministeriums für Finanzen. Da gibt es ein Online-Formular, das füllt ihr einfach aus, das ist relativ einfach und dann bekommt ihr die Umsatzsteuer-Identnummer per Post zugeschickt. Sobald ihr die habt und ihr umsatzsteuerpflichtig seid, müsst ihr auch einmal im Quartal, also alle 3 Monate, müsst ihr eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das passiert wieder über das Elster-Portal und müsst pro Quartal eure Umsatzsteuer, die ihr verdient habt, ans Finanzamt bezahlen. Betriebliche Altersvorsorge trifft auch nicht auf jeden zu. Aber wenn ihr, wie in meinem Fall, vor eurer selbstständigen Künstlerkarriere in einem normalen Angestelltenverhältnis wart, kann es sein, dass ihr in eine betriebliche Altersvorsorge eingezahlt habt. Die Zahlungen an diese Altersvorsorge wurden immer von dem Unternehmen getätigt, wo ihr gearbeitet habt. Diese betriebliche Altersvorsorge könnt ihr auch privat weiterlaufen lassen. Ihr müsst euch nur bei der entsprechenden Versicherung melden und den Sachverhalt schildern. In meinem Fall war das auch sinnvoll, da ich bereits 20 Jahre dort eingezahlt habe und für eine spätere Zusatzrente sehr sinnvoll. Der Businessplan. Die Künstlersozialkasse wird wahrscheinlich von euch einen Businessplan verlangen. Ich musste jedenfalls einen schreiben. Ihr sagt euch jetzt wahrscheinlich, was für ein Businessplan, ich male doch nur Bilder. Ihr braucht natürlich keinen Businessplan wie bei einem Handels- oder Handwerksunternehmen. Ihr braucht auch keine Organigramme, ihr arbeitet ja schließlich alleine und habt keine Angestellten. Ihr braucht auch keine Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder Angaben über Produktion oder Beschaffung. Im Netz gibt es einige abgespeckte Businesspläne für Künstler. Die könnt ihr nutzen. Im Groben sollten folgende Dinge enthalten sein, die könnt ihr auch relativ knapp ausführen. Kurzbeschreibung eures Business, also was ihr für Kunst macht, mit welchen Materialien und so weiter, beschreibt eure Kunst einfach kurz. Kundenzielgruppe, Marketing, Vertrieb. Beschreibt dort, wer eure potenziellen Kunden sind. Der Vertrieb basiert auf Messen oder Ausstellungen oder über Webseite und Webshops. Beim Marketing könnt ihr zum Beispiel auf Social Media verweisen. Kapitalbedarf oder Finanzierung. Also ich habe ja meine künstlerische Ausstattung ja im Vorfeld nebenberuflich aus- und aufgebaut und habe mir ein Kapitalpolster angespart.
Das kann man auch genauso in dem Bereich erwähnen. Für eine Umsatz-, Kosten- und Gewinnvorschau könnt ihr einfach die Daten nehmen, die ihr schon ans Finanzamt geschickt habt. Generell wird es so sein, dass wenn ihr zu wenige Angaben macht oder irgendwelche Angaben nicht macht, die Künstlersozialkasse wird sich bei euch melden und wird die Angaben einfach von euch verlangen. Grundsätzlich könnt ihr da erstmal nichts groß falsch machen. Noch ein Tipp zu eurer Zeiteinteilung. Wenn man jetzt selbstständig arbeitet und das macht, was man liebt und das auch noch viel von zu Hause aus, ist das Risiko groß, dass man mehr arbeitet als früher. Früher hattet ihr eventuell auch ein ganz normales Wochenende. Ihr habt Samstag, Sonntag, habt ihr nichts gehört und gesehen von eurer Arbeit. Jetzt ist man verführt, Samstag, Sonntag auch mal schnell nach Mails zu schauen oder mal kurz nach der Webseite gucken und ruckzuck seid ihr täglich irgendwie immer irgendwas am Arbeiten. Das geht natürlich eine Zeit lang, aber wenn man so mal ein halbes Jahr durcharbeitet, kann euch das sehr ausbrennen. Deshalb nehmt und gönnt euch auch Auszeiten, das ist ganz wichtig. Zum Abschluss kann man sagen, der Weg, also die letzten 10 Jahre bei mir, bestanden aus Blut, Schweiß, Tränen, Höhen und Tiefen. Und genau so geht es als selbstständiger Künstler weiter. Hinzu kommen noch Existenzängste. Wenn man sich dazu entschließt, muss man sich im Klaren sein, dass man als Künstler sich auch jetzt nicht einfach voll entfalten kann. Am Anfang, gerade als realistischer Zeichner, muss man viele Aufträge annehmen und wenn es das 12. Porträt ist von der Oma. Aber letztendlich tut ihr das in Vollzeit, was ihr liebt und ihr tut es für euch und das ist sehr, sehr erfüllend. So. Ich denke, das war's erstmal mit den wichtigen Informationen und ich hoffe, euch einen kleinen Überblick über das Thema gegeben zu haben. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, aber denkt dran, ich bin kein Profi im Steuerrecht oder im Finanzwesen. Also, liked mein Video, folgt meinem Kanal, schaut euch gerne auch meine anderen Social-Media-Seiten mal an. Auch damit könnt ihr nämlich einen Künstler unterstützen. Und wir sehen uns im nächsten Video.